Es ist Anfang Dezember, also Winter in Deutschland, Winter hier bei mir in Bayern. Und deswegen habe ich mir ein winterliches Auto gleich einmal besorgt. Und das ist hier der VW Passat Alltrack, der hier vor der Kamera steht. Ich finde ein durchaus passables Winterfahrzeug, wenn man ehrlich ist. Aber das wollen wir heute mal rausfinden, ob er denn wirklich auch so ein hervorragender Allrounder ist, wie man immer liest. Unter der Haube bei unserem Passat Alltrack steckt übrigens ein 2.0 TSI Motor mit 272 PS. Das heißt also ein strammer Antrieb für ordentlich Vortrieb. Und wie wir sehen, ist der Passat Alltrack hier bereits die facegeliftete Variante, die Mitte letzten Jahres eingeführt wurde. Und genau so alt ist der Wagen vor der Kamera auch schon. Der ist 15 Monate alt und hat also entsprechend viel schon gesehen, unter anderem eben damals den Launch des Modells, dann die Fahrveranstaltung und durchaus ein paar andere Journalistenhände sind hier auch schon am Dreispeichenlenkrad gewesen. Jetzt darf ich einmal ran und darf ihn euch auch in aller Ausführlichkeit vorstellen, wenn ihr Lust darauf habt. Das heißt, wir schauen uns den Wagen optisch an, wir schauen uns den Wagen innen an, wir schauen uns natürlich die Platzverhältnisse an im Fahrzeug, was ist technisch hier im Fahrzeug drinnen, wie macht sich der Antrieb, was kostet der Wagen und vor allem, wie fährt er sich. Und am Ende gibt es auch ein schönes Fazit von mir. Wenn ihr Lust dazu habt, vergesst den Kanal hier bitte nicht zu abonnieren, denn das honoriert meine ganze Arbeit. Und vergesst das Ganze nicht zu liken und zu kommentieren, denn eure Meinung da draußen möchte ich in jedem Fall wissen, was ihr zu mir, zum Video, zum Auto vor allem aber auch sagt. Und das dürft ihr mir unten in die Kommentarbox schreiben. Und dann würde ich jetzt sagen, wir steigen ein ins Review mit dem VW Passat Alltrack 2.0 TSI 4Motion. Viel Spaß! Wir fangen zunächst einmal außen an, uns den Passat Alltrack anzusehen. Wie wir sehen, erstens, dass die Lichtverhältnisse leider nicht optimal sind. Das ist immer dieses schöne Wetter im Dezember. Da kannst einfach drauf warten, bis die Sonne irgendwann vielleicht durch die Decke durchkommt oder auch nicht. Heute sieht es irgendwie nicht danach aus, als ob sie schaffen würde. Also müssen wir leider so zurechtkommen. Dadurch kommt nämlich leider auch diese smaragdgrüne Lackierung nicht so schön rüber, die hier auf unserem Alltrack drauf ist. Wir sehen auch, der Wagen wurde letztes Jahr geliftet, hat eine neue Front- und Heckpartie bekommen mit frischen Scheinwerfern. Und jetzt haben wir hier unter anderem das sogenannte IQ Light System verbaut, also die derzeit höchste Ausstattungslinie für die Scheinwerfer. Damit werden sie wirklich getadelt. Die sind hervorragend, das muss man auf alle Fälle sagen. Perfekte Sichtverhältnisse, auch bei schlechtem Wetter. Dann haben wir dieses Erscheinungsmerkmal wurde dahingehend verändert, dass der Kühlergrill in die Breite gezogen wurde. Jetzt verbindet er die Scheinwerfer auch miteinander optisch. Darunter haben wir dann eine silberne Leiste, die sich unterhalb der Nebelscheinwerfer auf die andere Seite schlängelt und ebenfalls die Nebelscheinwerfer miteinander verbindet. Darunter haben wir dann einen
silbernen Unterfahrschutz, der so typisch ist für die Alltrack-Variante. Der Alltrack steht auf 18 Zoll Leichtmetallrädern hier. Dann schauen wir uns die Seitenpartie an. Ganz klassisch ein absolut perfekter Kombi, wie man ihn im Buche sieht. Gerade Dachlinie, fast senkrecht abfallendes Heck. Dann haben wir, natürlich steht der Alltrack etwas höher auf seinen Rädern. Dann haben wir auch Plastikbeplankungen um die Radhäuser, vorne, hinten. Unten haben wir noch so einen Unterfahrschutz an der Seite angebracht. Und am Heck sehen wir dann auch gleich die komplett neuen Voll-LED-Rücklichter, die auch eine wunderschöne Leuchtengrafik uns servieren, wenn wir den Wagen denn öffnen. Erkennbar ist das Facelift am einfachsten hier an diesen drei Winkeln, die so ein bisschen Boomerang-mäßig ausschauen, pro Scheinwerfer. Dann haben wir hier unten natürlich den Alltrack-Schriftzug, auch den 4Motion-Schriftzug. Passat steht jetzt auch sehr präsent hier auf dem Kofferraumdeckel. Auspuff-Endrohre sehen wir keine beim TSI. Sind zwar solche Auspuffblenden angedeutet, aber gut, das ist jetzt ja eher gängig als alles andere. Jetzt würde ich sagen, schauen wir gleich hinter die Heckklappe, was sich da verbirgt, denn das ist natürlich bei einem Passat und vor allem einem Kombi extrem wichtig. Die Heckklappe öffnet elektrisch beim VW Passat Alltrack, aber auch nur, wenn ihr dieses optional bestellt. Dann gibt er aber einen extrem großen Kofferraum frei, und zwar 639 Liter im Standardvolumen, 1769 im Maximum. Das sind die üblichen Literzahlen. Abmessungen habe ich aber auch für euch dabei. 113,5 cm Laderaumtiefe hier im Standardbereich, 103,5 cm Laderaumbreite. Unter der Laderaumabdeckung sind es 46 cm Bauraumhöhe und bis zur Dachkante sind es 71 cm. Also jetzt könnt ihr euch ausschauen, was da alles so hineingeht. Das Rollo fällt automatisch zurück, wenn ihr denn die Heckklappe öffnet. Die Rücksitzlehnen sind im Verhältnis 40-60 umlegbar, vorher vorgespannt. Wenn wir das ziehen, fällt der Teil der Rücklehne auch gleich um. Leider aber nicht komplett plan, sondern leicht nach oben hin ansteigend. Finde ich schade, hätte man besser machen können in meinen Augen. Was ein ganz witziges Feature ist, ist dieses Gepäckraumpaket, was wir hier haben. Das hat hier eine Platte, die wirklich variabel hier auf diesen Metallschienen verschiebbar ist. Da könnt ihr eure Tasche perfekt draufstellen und schiebt die dann einfach ganz rückenschonend nach hinten durch. Den doppelten Laderaumboden, den kann man nicht als solches bezeichnen, der ist ziemlich zerklüftet. Und darunter befindet sich dann auch der Subwoofer des Soundsystems. In dem Fall ist hier noch die Dyn-Audio-Anlage verbaut. Die ist aber mittlerweile auch schon aus dem Programm geflogen, wie eben diese Lackierung hier. Es gibt jetzt nur noch ein Harman-Kardon-Soundsystem. Im Gepäckraumpaket inklusive ist auch hier ein Edelstahlkantenschutz, der für die Ladekante sorgen soll, aber der Stoßfänger bleibt weiterhin ungeschützt. Unverständlich für meine Begriffe. Viel verständlicher sollte es jetzt auf der Rücksitzbank zugehen für mich. Also Kofferraum schließen und wir sehen uns gleich auf der Rückbank. Es ist draußen echt kalt mit minus 4 Grad und deswegen bin ich jetzt durchaus sehr froh, mich langsam in den Innenraum verziehen zu können mit den Dreharbeiten, denn mir friert so ziemlich alles langsam weg, das muss ich zugeben. Dafür habe ich jetzt hier aber eine Sitzheizung, die optional hier hinten verfügbar ist, dreistufig, sowohl für links als auch für rechts. Dann zu den Platzverhältnissen ist so viel zu sagen, hier ist mehr als genügend Platz. Der einzige, der wirklich mehr Platz bietet, ist wahrscheinlich noch der Skoda Superb. Denn ich habe hier ausreichend Kniefreiheit zum Vordersitz, der auf meine Größe von 1,78 eingestellt ist. Kopffreiheit, da ist massig nach oben Platz. Es ist auch kein Glaspanoramadach hier verbaut. Wir haben Haltegriffe hier, wir haben Sonnenschutzrollos hier an der Seite. Die Kindersitze können hier mit Isofix verankert werden, haben auch Top-Teeter an den Rückenlehnen. Zusätzlich sind diese Isofix-Verankerungen mit einer Kappe gesichert
oder geschützt besser gesagt. Der Zugang ist hervorragend, die Türausschnitte sind groß, der Einstieg ist leicht und Luft wird hier uns auch entgegengefächert durch eine 3-Zonen-Klimaautomatik. Wir können hier hinten unsere Temperatur separat einstellen. Wie schon erwähnt, gibt es auch eine Sitzheizung und was es dann auch noch gibt, sind diverse Stromanschlüsse hier. Einmal 230 Volt, einmal 12 Volt und einmal via USB-C. Damit ist dann hier hinten so ziemlich alles gesagt, bis auf die Armlehne, die ich noch vergessen hatte. Die können wir natürlich auch noch rausnehmen auf langen Reisen. Und Cupholder gibt es da drinnen. Kopfstütze lässt sich natürlich auch ausreichend weit herausziehen. Und so können sich hier 4 Erwachsene wunderbar auf eine Reise, Dienstreise oder in den Urlaub begeben. Als Fahrer habe ich jetzt hier das Glück, in unserem Testwagen auf Ergo-Komfort-Sitzen Platz nehmen zu dürfen. Dieser Ergo-Komfort-Sitz ist aber auch nur auf der Fahrerseite erhältlich. Mit Massagefunktion, ausziehbarer Schenkelauflage und super bequem. Der Beifahrersitz ist ein normal ausgeformter Komfortsitz. Der ist aber ebenfalls angenehm. Einzig die nicht ausziehbare Schenkelauflage ist etwas unschön und es gibt keine Massagefunktion. Dennoch, beide haben hervorragenden Seitenhalt. Beide haben einen sehr guten Langstreckenkomfort, sind straff, aber auch nicht zu straff gepolstert. Die Kopfstütze lässt sich auch hier wunderbar verstellen, sogar nach vorne verstellen. Also auch hier findet man genügend Platz, auch für den Kopf sowie für die Knie, wobei man rechtes Knie doch ziemlich stark hier an der Mittelkonsole anlehnt, die sehr breit ausgeformt ist. Dazu kommen wir aber gleich. Dann natürlich ist das Lenkrad auch wirklich sehr weit verstellbar in jeglicher Richtung. Das heißt also, wir finden auch hier eine wunderbare Sitzposition für jedermann. Wenn wir aber jetzt uns den Innenraum einmal genauer anschauen, dann stellen wir schnell fest, dass sich hier drinnen nicht allzu viel verändert hat. Die wesentlichen Änderungen, die sehen wir hier. Das ist nämlich das neue Lenkrad, was wir haben. Es ist hier an der Seite perforiert und ein Glattleder und ein All-Track-Badge sehen wir hier. Es ist kapazitiv ausgeführt, will heißen, das Lenkrad erkennt jederzeit, ob ihr die Hand am Lenkrad habt oder eben nicht. Das ist natürlich dann für den Travel Assist sehr essentiell. Der wird übrigens hier dann bedient am Lenkrad. Das ist die komplette Tempomat- und Abstandsregulierung. Darunter haben wir die Audiobedienung jeweils untergebracht. Hier auf der rechten Seite sehen wir dann die Bordcomputerbedienung, die sich hier vonstatten geht. Hier können wir dann die einzelnen Menüposten wechseln oder aber eben darin blättern im jeweiligen Menü. Und ganz schön finde ich das Symbol hier, das liebe ich ja ohne Ende. Das ist die Lenkradheizung, die sich dann einschaltet. Die ist übrigens in 3 Stufen aktivierbar. Finde ich auch sehr cool. Selbst aber in Stufe 3 wird es nie wirklich richtig heiß. Also von dem her kann man das schon auf Stufe 3 so belassen, wie ich finde. Wie wir sehen, haben wir auch ein voll digitales Kombi-Instrument. Das Active Info Display hieß es ja. Ich würde sagen, da hat sich aber auch nicht wesentlich was verändert. Die Auflösung ist weiterhin sehr gut. Was ich schade finde, sind immer noch diese grauen Bereiche hier für Tankanzeige und Kühlwasserstand. Warum man da kein volles Display draus gezimmert hat, wie bei Audi etwa, das verstehe ich leider nicht, finde ich auch schade. Ansonsten sehen wir hier diese neuen Hochglanzleisten. Das sind Edelholzleisten, die hinter Klarglas sind. Oder klar, Lack besser gesagt sind. Das sieht ganz ordentlich aus, finde ich, sorgt auch für einen schönen Innenraum zusammen mit diesem mistralfarbenen Leder hier zusammen. Das ist schon fein gemacht, das muss man sagen. Wir sehen da unten eine Edelstahl-Pedalerie, die mit dem Alltrack hier dazukommt. Kleine Schaltpedal haben wir hier hinter dem Lenkrad. Wir haben natürlich hier dann noch die Taste für das Assistenzmenü. Wenn wir da reingehen, da können wir dann die jeweiligen Assistenten auswählen oder abwählen. Dann haben wir das Lichtzentrum da unten. Hier haben wir auch immer noch ein wunderschönes Lichtzentrum mit manuellem Drehregler. Darunter ein kleines Ablagefach.
Das ist auch sogar mit Filz ausgelegt. Dann haben wir hier auch die Türtafel, ist mit Filz ausgelegt, wirklich hochwertig gemacht. Auch das Leder, alles wirkt hier sehr stimmig und auch wirklich hochwertig gemacht. Und was ich auch sagen muss, das Leder schaut selbst nach 10.000 Kilometern und eben 18 Monaten Einsatz noch wirklich gut aus. Da gibt es nichts zu bemängeln, sollte es natürlich auch nicht, aber die Autos werden natürlich hier nicht sonderlich geschont und da sieht man dann schon die ein oder andere Gebrauchsspur vielleicht mal. Passat steht jetzt hier oben drauf, der Warnblinktaster ist hier oben sehr gut untergebracht, wie ich finde. Darunter das 10 Zoll große Mediasystem. Wir haben hier noch nicht den letzten Stand des modulären Infotainment-Baukastens, wie ihn jetzt der Golf 8 hat oder aber der VW ID.3. Das finde ich aber sehr, sehr gut. Aber hier fing das Dilemma ja schon an, dass wir keine Tasten mehr haben für die Audio-Verstellung. Das hat man dann ja jetzt komplett abgelegt. Da ist mittlerweile das Klimabedienteil, was wir durchaus immer mal wieder kritisiert hatten, weil sich nichts verändert hatte. Nun ist es ja als voll digitales Version in das Mediasystem eingezogen. Ich finde das sehr schade. So finde ich das immer noch am besten zu bedienen. So ist es halt einfach auch diese blinde Bedienung, die Volkswagen ja auch ausgezeichnet hat. Darunter sehen wir ein Handy-Symbol. Will heißen, das ist eine induktive Lademöglichkeit. Wir sehen jetzt hier auch einen USB-C-Anschluss. Um den Schalthebel des Doppelkupplungsgetriebes, was wir auch sehen, hat hier immer noch den mechanischen Hebel und nicht das By-Wire-System. Gibt es hier die Fahrmodi, die wir hier einstellen können. Und da muss ich auch gleich einen Schritt euch zeigen, denn es gibt mit dem Dynamic Chassis Control, also mit den Dämpfern, könnt ihr jetzt über diese vordefinierten Plätze von Komfort, Normal und Sport, könnt ihr jetzt das Ganze hier auch ein bisschen hinausschieben. Das kennen wir so ja auch schon beim Golf, GTI oder ähnlichem. Da könnt ihr dann also die Dämpfer euch so anpassen, wie ihr das haben möchtet. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich fahre stets auf Individual, wie ihr seht. Ich hätte es gerne sehr komfortabel, die Lenkung immer auf Sport. Bei mir ist der Antrieb auf Normal, das ACC auf Sport, dass er schneller wieder beschleunigt. Den Lichtassistenten könnt ihr einschalten und die Klimaautomatik, die reicht mir auf Eco. Ja, zu dem Mediasystem, glaube ich, brauche ich nicht mehr viel erklären. Das ist selbsterklärend. Es gibt hier auch eine Wischgestik, die ihr da durchführen könnt. Für den, der das braucht. Ich persönlich mag das nicht. Dann haben wir den wunderschönen Homescreen, den wir hier sehen. Gut aufgelöst, gefällt mir auch sehr gut. Und wenn wir dann hier mal die Tagfarbe anschauen, das Navigationssystem arbeitet auch schön. Es gibt natürlich auch die Anbindung über Android Auto oder Apple CarPlay. Wir haben ein großes Handschuhfach. Wir haben da noch die Ablagefächer, sind ebenfalls, wie gesagt, schon sehr groß. Was haben wir denn hier noch? Dann haben wir hier noch Cup Holder 2 untergebracht. Eine verschiebbare und in der Höhe einstellbare Lehne haben wir hier. Darunter ist auch nochmal ein kleines Ablagefach mit USB-C-Anschluss. Den Schlüssel hier schlüssellos, das ist noch der alte, gute, hochwertige Schlüssel mit so Aluminium. Den finde ich auch schöner als den neuen. Den können wir hier unterbringen, neben der 12-Volt-Buchse oder aber der elektronischen Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion. Ja, und jetzt würde ich aber auch sagen, haben wir genug geschwafelt und jetzt schmeißen wir den Motor hier einfach mal an und fahren los. Wir sind am Ortsende angekommen und jetzt drücke ich doch einfach mal so ein bisschen den Pin durch. Und 100 sind erreicht.
geht eben ratzfatz. 5,8 Sekunden von 0 auf 100. 250 Stundenkilometer Topspeed elektronisch abgeredet. 263 sind es, wenn es nicht abgeriegelt sind. So steht es hier im Fahrzeugschein. Und der 2,0 Liter TSI macht das halt einfach wirklich mit links, diese gut 1,7 Tonnen nach vorne zu bewegen. Er läuft sehr angenehm, sehr ruhig, hat quasi keine Vibrationen, hat genügend Kraft schon untenrum, hält das Drehmoment sehr lange konstant aufrecht und das sorgt dafür, dass man einen sehr druckvollen Antrieb hat. Das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, was hier verbaut ist, ich bin ja normal kein DSG-Fan, hier funktioniert es aber sehr gut und das habe ich jetzt auch immer mehr herausgefunden. Beim TDI ist es einfach nicht so schön abgestimmt, da passt es auch nicht, wegen der Motorcharakteristik dazu. Hier zum Benziner passt es halt schlicht und ergreifend schon eher. Selbst die Vorgänge sind hier angenehm komfortabel und kaum spürbar. Also hier kann man wirklich nicht meckern, das Getriebe, was hier drinnen gerade funktioniert, ist einwandfrei. Einwandfrei ist natürlich auch das Fahrverhalten auf der Straße, aber dazu solltet ihr grundsätzlich die adaptiven Dämpfer ordern, denn mit denen bekommt ihr einfach eine schöne Spreizung zwischen Sport und Komfort. Wie schon gesagt, auch über die vordefinierten Parameter hinaus. Und genau das finde ich eben so cool. Du kannst mit diesem Auto auf der Autobahn so hervorragend entspannt dahin gleiten, wenn die Assistenzsysteme alle an sind, dann hält er deine Spur, hält den Abstand, passt sogar automatisch die Geschwindigkeit den Verkehrszeichen an und genau da kommt dann einfach eine Entspannung auf, die so gut ist und dich dann auch so entspannt auch schnell fahren lässt, weil das Auto so gutmütig liegt, dass es schon wirklich ein Träumchen ist, was Volkswagen hier auf die Räder gestellt hat. Und ja, ich weiß, es klingt nach Schwärmerei und Ähnlichem, aber wer so ein Passat mal in dieser Konfiguration so gefahren ist, der weiß halt wirklich sehr schnell zu schätzen, dass hier die Kombination aus Fahrwerk, Antrieb, Assistenzsystemen einfach perfekt ineinander greift. Und deswegen darf sich halt auch der Volkswagen-Konzern mit den Marken, zum Beispiel BMW, Audi oder Mercedes, durchaus messen lassen. Kommen wir zum Ende dieses Videos zum VW Passat Alltrack. Wer kauft sich so ein Auto? Natürlich, wer solche winterlichen Landschaften regelmäßig bereist oder dort wohnt, der wird so ein Alltrack richtig cool finden. Alle anderen, den würde ich den empfehlen, wenn ihr auf die etwas bessere Optik in meinen Augen stehen würdet, denn der Passat ist ja halt schon ein sehr biederes Fahrzeug, bietet aber keine wesentlichen Schwächen, weder beim Fahrwerk noch beim Antrieb oder gar bei den Platzverhältnissen. All das kann der Passat wirklich hervorragend. Er ist für Familien, für Freizeit, Sportler mit großem Equipment ebenso gedacht wie für den Vertreter, der viele Kilometer mit ihm abspulen muss. Gut. Was jetzt dann passiert in der Nachfolgergeneration, das steht noch nicht so ganz fest. Zumindest die Limousine wird definitiv uns nicht mehr hier beehren. Die wird jetzt auch in Kürze eingestellt werden, genauso wie der Arteon als Limousine. Das ist nun mal so. In Deutschland bleibt uns der Kombi sicherlich erhalten. Ob dann der Superb als Kombi dann noch bleibt, das werden wir sehen. Interessant ist allerdings auch, was kostet denn der Alltrack? Und da geht es dann bei knapp über 51.000 Euro los mit dem 2.0 TSI, den ich euch auch ganz klar ans Herz legen würde als Antrieb. Und der Testwagen, so wie er da steht, und jetzt hoffe ich, sitzt ihr gut, der kostet halt mal eben 70.000 Euro. Und 70.000 Euro, das ist schon eine kräftige Hausnummer. Das muss man wirklich sagen für so ein Auto. Aber okay, es ist auch alles hier wirklich drinnen. Vom Head-Up-Display über vollem Infotainment-Bereich, Apple CarPlay, Android Auto, modernstes Navigationssystem, modernste Assistenzsysteme, teilautonomes Fahren. Also all das ist hier schon vorhanden und das kann auch der Passat alles wirklich gut. Ob man das am Ende alles auch so braucht, ist natürlich so eine Frage und wie gesagt, 70.000 Euro ist eine Hausnummer. Damit spielt er ganz klar in der Liga von Audi, BMW, Mercedes und Volvo, während Mercedes und BMW aber kein wirkliches Derivat zum Passat Alltrack haben, gibt es bei Audi den Allroad, bei Volvo gibt es den Cross Country,
Das wären jetzt mal so die direkten Konkurrenten, würde ich sagen. Bei Volvo würde ich ja sogar wahrscheinlich den V90 nehmen, denn von den Platzverhältnissen ist der V90 sogar noch ein bisschen kleiner hier als der Passat. Und der V60, der fällt dann eh schon hinten runter. Jetzt hoffe ich, ich bin bei euch nicht runtergefallen. Also, wenn ihr dran geblieben seid, vergesst den Kanal bitte nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken und gerne zu teilen und auch jetzt eure Meinung unten zu kommentieren. Ich sage vielen Dank fürs Reinklicken, sagt Tschüss und Servus, euer Ubi.